Saisonabschluss in der Münchner Kreisliga 1, 30. und damit letzter Spieltag. Die Spielvereinigung Erdweg empfängt den SC Inhauser Moos. Der 11. gegen den 4. Die Gäste dürfen sich noch Hoffnungen auf Platz 3 und die Aufstiegsrelegation machen. Dafür muss für das Team um Kapitän Marco Harm ein Sieg her und Konkurrent unter Menzing muss patzen. Inhauser Moos in Rot, dementsprechend motiviert. Ecke von links, das ist Manuel Stangl. Erster Abschluss, Dominik Klubeck im Tor. Der Spielvereinigung ist zur Stelle. Der SC ist das offensivere Team. Gute Verlagerung von Alexander Neugebauer. Die Spielvereinigung hat den Ball eigentlich, aber irgendwie doch nicht. Nächste gute Möglichkeit. Die Gäste nähern sich an. Und das Heimteam Erdweg hat den Klassenverbleib schon sicher, kann also befreit aufspielen. Das ist Kevin Steinborn. Guter Laufweg ins Zentrum. Auf links ist Platz im Zentrum. Auch Tobias Egerland völlig frei. Das 1:0 für die Spielvereinigung. Etwas überraschend. Klasse gespielt und dann eiskalt vollendet. Die Gäste der SCI jetzt gefordert, nur 2 Minuten später. Der lange Ball findet Thomas Schmid. Ausgleich! Die direkte Antwort des Tabellenvierten. Jetzt fehlt nur noch ein Tor, um wieder von der Aufstiegsrelegation träumen zu dürfen. Tolle Ballannahme und dann ab ins kurze Eck. Das war es dann auch an Höhepunkten in Hälfte 1. Auf in den zweiten Durchgang. Lange passiert hier nichts. Wir springen schon in die 68. Minute. Die Spielvereinigung Erdweg mit der Kontermöglichkeit. Niklas Lehmann, neu gekommen, legt nochmal auf rechts raus. Steinborn mit der Flanke. Patrick Linsenbold mit dem Eigentor. Erdweg wieder vorne. Die Gäste weit, weit aufgerückt, gnadenlos ausgekontert. Wir schauen nochmal drauf, denn das war ein ganz knappes Ding. Lehmann wäre einschussbereit gewesen. Linsenbold nimmt ihm diesen Job per Kopf ab. Von hier ganz schwer zu sehen, aber der Ball wohl hinter der Torlinie. So wird das nichts für den SCI mit einer möglichen Relegation. Die Gäste kommen aber nochmal. Manuel Stangl für Tobias Seethaler, der Joker und Spielertrainer, verpasst den Ausgleich. Eine Viertelstunde verbleibt dem Team in Weinrot noch. Das ist wieder Stangl. Tolle Flanke, das ist der Ausgleich. Lukas Siebler lässt den SC Inhauser Moos wieder hoffen. Der Co-Spielertrainer mit Saisontor Nummer 4 völlig frei und den drückt er dann gut. Keine Chance für Dominik Klubeck im Tor der Spielvereinigung. Kann der SCI das Spiel tatsächlich noch drehen? Ein Treffer muss her, sonst war es das mit der Relegation. Die Gäste aber nochmal defensiv gefordert. Sebastian Schurf ganz überlegt. Er begräbt die letzten Hoffnungen des SCI. 88. Minute, 3:2 für die Spielvereinigung durch den 33-Jährigen. Das war dann auch der Schlusspunkt. Erdweg jubelt, der SC Inhauser Moos am Boden. Der Traum von der Aufstiegsrelegation nach der 2:3-Pleite geplatzt. Aber unter Menzing gewinnt sein Heimspiel. Selbst ein Sieg hätte also nicht gereicht. Erdweg und Spielertrainer Schuff dagegen feiern einen versöhnlichen Saisonabschluss. Aber klassisches letztes Spiel, wo es für beide Mannschaften um nicht mehr so viel ging. Das hat man gesehen, vor allem am Tempo, dass das jetzt nicht mehr das Höchste und das Ambitionierteste war. Ist aber völlig normal. Und unterm Strich bin ich einfach nur froh, dass wir gewonnen haben. Haben die Jungs sich verdient nach einer harten Saison. Und jetzt über 30 Punkte zu haben, das hat uns, glaube ich, nach der Winterpause keiner zugetraut. Und dementsprechend bin ich eigentlich sehr zufrieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.